Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnapp euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Alte Zaubersprüche abzuschreiben ist wirklich Schwerstarbeit. Oh meine Güte, hier ist einer, durch den der halbe Wald in Stein verwandelt werden könnte. Unfassbar. Und diesen Versteinerungsspruch muss ich noch abschreiben. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Auch wenn mein Bauch leer ist, muss ich fällen einen Baum. Der König braucht sein Brennholz. Und wer muss es holen? Ja, wen bittet er? Halt, bittet, halt! Das scheint mir der richtige Baum zu sein. Und ich, Piovi, der außergewöhnliche Holzfäller, werde diesen Baum in 0, nichts fällen, um bei meinen Freunden, den Schlümpfen, zu Mittag zu essen. Papa Schlumpf, ich möchte, dass du der Erste bist, der die neueste Ausgabe der Zitate von Schlau wie Schlumpf zu lesen kriegt. Jetzt nicht, Schlaumi. Ich bin zu müde. Ich frage mich, was Papa Schlumpf die ganze Nacht gearbeitet hat. Er hat sicher nichts dagegen, wenn ich mal einen Blick riskiere. Schließlich sagt Papa Schlumpf immer, man solle jede Gelegenheit nutzen, sein Wissen zu erweitern. Ja, ja. Unbekannter Zauberreim, verwandle alles hier zu Stein. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Unbekannter Zauberreim, verwandle alles hier zu Stein. Schlaubi Schlumpf, was hast du getan? Oh weh, Papa Schlumpf, was habe ich nur getan? Allmächtiger Schlumpf, jetzt können nur noch meine lieben Freunde in ihrem Schloss helfen, nur sie. 1, 2, 1, 2! Mann, Hefti, du bist echt stark. Ich könnte ewig so weitermachen. 1, 2, 1! Oh, weia, was ist denn jetzt auf einmal los? Schlümpfe, Schlümpfe! Was ist hier faul? Puh, davon bekommt man ja einen fürchterlichen Appetit. Ich kann Torte Schlumpfbeerentorte schon förmlich schmecken. Das ist doch nicht zu fassen. Der Baum hat sich verwandelt in Stein. Genauso wie der halbe Wald. Schneller, Biket! Oh nein, das Dorf ist auch zu Stein geworden. Es ist furchtbar, auch die Schlümpfe sind versteinert. Das darf nicht wahr sein. Papa Schlumpf! Oh nein, nicht doch, Papa Schlumpf nicht auch noch. Warum zeigt Papa Schlumpf auf das Bild? Das Spukschloss Quarrel Castle. Warum zeigt er nur auf einen so schrecklichen Ort? Mir scheint es fast so, als wollte er mir damit etwas sagen. Ich weiß, es spukt dort, aber Gespenster oder nicht Gespenster, ich muss dorthin. Das ist mein einziger Anhaltspunkt. Quarrel Castle. Da besteht kein Zweifel, es spukt dort wirklich. Bald wird es dunkel sein, Biket. Da wimmelt es hier von Gespenstern und Kobolden. Tarp, tarpi, tarp! Ein Gespenster! Geh weg, verschwinde! Tarp, tarpi, tarp! Lass das bitte! Nein! Tarp, tarpi, tarp! Du lebst hier? Ich brauche Hilfe. Meine Freunde, die Schlümpfe, sind alle zu Stein geworden. Kennst du sie? Tarp, tarp, tarp! Na, nicht doch, mein kleiner Freund. Vielleicht finden wir jemanden, der ihnen helfen kann. Tarp, tarp, tarp! Igitt, igitt. Wie kann man nur in einem so unheimlichen Schloss wohnen? Ein Gespenst! Lauf, Tarp, lauf! Noch ein Gespenst. Ah! Wer bist du? Nun, ich bin wissen Sie... Das muss ein Freund von dir sein. Wer sollte uns sonst zu dieser späten Stunde noch stören? Nun, meine Freunde haben Besseres zu tun. Das muss einer deiner Freunde sein. Mein Freund? Er ist dein Freund. Nein, deiner. Nein, deiner. Tarp, tarpity, tarp, 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 tarp. Ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen, Tarp. Wir sind beschäftigt. Tarp, 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 tarp. Er ist Tarps Freund.
Das habe ich doch gleich gewusst. Nein, ich hab's die ganze Zeit gewusst. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Ich! Also nun reicht's. Hören Sie auf mit den dummen Streitereien. Sofort! Die Schlümpfe sind in ganz großen Schwierigkeiten. Und sie brauchen eure Hilfe. Ihr müsst sie vom Versteinerungszauber erlösen. Der halbe Wald ist schon versteinert. Ein Versteinerungszauber also? Nun, es gibt da ein altes Buch. Das Buch der Zaubersprüche. Das könnte helfen, das Problem zu lösen. Ja, das stimmt. Es steht oben in der Bibliothek. In der Bibliothek? Es steht unten im Keller. Ah, oben in der Bibliothek. Unten im Keller. Oh, unten. Ich muss doch wissen, wo es ist. Das Buch ist seit Jahren im Besitz meiner Familie. Deiner Familie? Mein Urgroßonkel hat das Buch geschrieben. Dein Urgroßonkel hat nie etwas geschrieben. Jeder weiß doch, er konnte gar nicht schreiben. Wie kannst du es wagen, meine Verwandten zu beleidigen, du Kröte? Du alte Fledermaus. Na warte, du kannst was erleben. Hören die denn eigentlich nie auf, sich zu streiten? Tarp, 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 Tarp. Also Tarp, ich glaube, das Beste ist, wir suchen das Buch zuerst in der Bibliothek und dann suchen wir im Keller weiter. Tarp, Tarp. Ich hoffe, Gelvins und Tululas Ahnen spuken heute Nacht nicht. Ich hab solchen Hunger, Tarp. Gibt es denn hier irgendwas Essbares? Oh, was haben wir denn da? Sieht aus, als wäre der Tisch schon gedeckt. Sieh dir nur diese Köstlichkeiten an. Das ist was für Feinschmecker. Entschuldigung, könnten Sie mir die Butter reichen? Oh, natürlich. Was? Ein wundervolles Essen, nicht wahr? Ja, ja, hauen wir ab, Tarp. Ich hab keinen Appetit mehr. Ich hab doch nur um die Butter gebeten. Tarp, 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 Tarp. Ich glaube, wir fangen wohl doch besser im Keller an. Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mich liebend gern nützlich machen. Hilfe, ich will sofort hier raus. Oh, ein schreckhafter kleiner Junge, was? Tarp. Tarp, schau mal, es ist das Buch der Zaubersprüche. Moment mal, das ist mein Buch. Oh nein, ist es nicht. Ich brauche das Buch, um die Schlümpfe zu erlösen. Nein, nein, warte, komm zurück. Wenn ich sage, es ist mein Buch, heißt das, ich hab's geschrieben. Tarp, Tarp, die Tarp. Lass mich dir doch helfen. Du hast nicht die geringste Chance ohne mich. Du machst einen tödlichen Fehler. Komm zurück. Komm zurück! Psst! Ruhe! Siehst du nicht, dass dies meine Bibliothek ist? Tarp, Tarp! Jetzt ist das Buch der Zaubersprüche weg. Das wird ewig dauern, es wiederzufinden. Such weiter, Tarp. Nein, das ist nicht das richtige Buch. Nein, das ist nicht das Richtige. Das auch nicht. Nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Hey, langsamer! Was geht hier vor? Ich wollte nur meine Hilfe anbieten. Nicht Sie schon wieder. Ach, hör mal, ich bin keins von diesen schrecklichen Gespenstern, denen es Spaß macht, Leute zu Tode zu erschrecken. Ich bin der Geist von Tululas Urgroßonkel, Fenwick Worm. Tarp, 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 die Tarp. Mit meinem fachmännischen Rat und meinem großen Wissen wird das Buch der Zaubersprüche ganz schnell gefunden werden. Oh ja, was war ich für ein Zauberer zu meiner Zeit. Da ist es. Natürlich, aber merke dir, mein Sohn, der Versteinerungszauber muss bis Sonnenaufgang aufgehoben sein, sonst werden deine Freunde und ihr Wald für immer versteinert bleiben. Das kannst du mir glauben? Ich werde den Zauber sofort rückgängig machen. Oh nein, das kannst du nicht. Die Zauberformel muss von zwei Zauberern gleichzeitig ausgesprochen werden. Von zwei Zauberern? Wo wollen wir die denn auftreiben? Tarp, Tarp, Tarp! Natürlich, Gelvin und Tulula. Du kleines Würstchen bringst ja nicht einmal den Teppich zum Fliegen, du Trottel! Das schafft kein Zauberer der Welt, wenn du darauf stehst, du Kuh! Oh, du mieser Hexenmeister, dafür! Dafür wechsle ich nie wieder ein Wort mit dir! Das ist mir ganz recht so, meine Ohren brauchen endlich Erholung! Gelvin, Tulula, hier ist das Buch der Zaubersprüche. Um die Schlümpfe zu erlösen, müsst ihr den Spruch gemeinsam aussprechen. Tut mir leid, junger Freund, ich rede nicht mehr mit Gelvin, bis er sich bei mir entschuldigt hat. Aber Tulula, ich... Also, du kannst dir von mir ausrichten, dass Kühe sowieso nicht sprechen können. Sag ihm, er ist ein Schwein. Sag ihr, sie ist immer noch eine Kuh. Oh, könnt ihr euch nicht so lange vertragen, bis ihr den Spruch gesagt habt? Bald ist es zu spät. Tarp, Tarp, Tarp. Oh, Gelvin,
Wir müssen Papa Schlumpf helfen. Ja, du hast recht, Tulula, mein Schatz. Es tut mir leid, dass ich dich eine Kuh genannt habe. Nein, es tut mir leid, dass ich dich ein Schwein genannt habe. Oh nein, mein Schatz, mir tut es mehr leid als dir. Nein, nein, mir tut's mehr leid. Nein, mir. Mir? Ja. Könnt ihr nicht endlich damit aufhören? Die Sonne geht bald auf. Ich lasse dir den Vortritt, mein Schatz. Nein, ich bestehe darauf, dass du anfängst. Oh nein, fang du an. Ladies first, nach dir, mein Schatz. Nein, wirklich nicht. Tarp! Was der Fluch zu Stein gemacht, sogleich zu leben wieder. Erwacht! Eins, zwei, eins, zwei. Oh, Papa Schlumpf, was habe ich getan? Du hast uns alle in Stein verwandelt. Aber Papa Schlumpf, ich habe nur gesagt... Glaubi, hör mal, wann wirst du endlich lernen, dass es manchmal viel besser ist, nichts zu sagen? Darüber mach dir mal keine Sorgen, Papa Schlumpf. Das war das letzte Mal, dass ich vor Angst wie versteinert war. In Zukunft werde ich mir jedes Wort genau überlegen. Ich werde stets kurz und bündig sein. Außerdem verspreche ich natürlich auch... Mach es gut, Piuvi. Komm recht bald wieder, so wie ich. Auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Ja, Tulula, ich muss zugeben, dass man mit Zusammenarbeit mehr erreicht als mit Streitereien. Ja, ja, das stimmt, mein Schatz. Tarp, tarp, tarp. Aber wir hätten es niemals geschafft ohne meinen Freund Peewit. Dein Freund Peewit? Er ist mein Freund. Unsinn, er ist meiner. Meiner. Sie fangen schon wieder an zu streiten, Biquette. Kein Wunder, dass man es das Zankschloss nennt. Meiner.